Cancun auf der Yucatan-Halbinsel im Osten Mexikos. In nur 30 Jahren entstand hier aus dem einst dünn besiedelten Landstrich die größte Tourismuszone des Landes. Sonne, Meer und lange Sandstrände bescherten dem winzigen Fischerdorf Cancun einen kometenhaften Aufstieg zur internationalen Touristendestination mit rund 4 Millionen Besuchern pro Jahr. Doch die rasante Entwicklung hat starke Spuren hinterlassen. Weite Küstenabschnitte sind bereits bebaut. Meeresschildkröten werden immer seltener. Müllberge wachsen und Trinkwasser ist bereits knapp. Deshalb fordern Experten einen nachhaltigeren Tourismus, der die natürlichen Ressourcen schont und sie als Attraktion für die Zukunft erhält. Der Förderverein Freunde der Isla Contoy verfolgt genau dieses Ziel. Lokale Veranstalter, Naturschützer und Behörden gründeten den Verein, um den Nationalpark Isla Contoy zu fördern. Doch ihr Engagement geht weit darüber hinaus. Auf der Insel, nur 30 Kilometer nördlich von Cancun, bestimmt noch die Natur den Rhythmus des Lebens. Meeresschildkröten nisten an den Stränden. Tausende Fregattvögel und Kormorane brüten im Schutz der Mangrovenbäume. Und die riesigen Walhaie können regelmäßig in der Nähe von Contoy beobachtet werden. Doch die Isla Contoy ist mehr als nur ein Reservat. Sie ist ein Modell dafür, wie Natur und Tourismus voneinander profitieren können. Maximal 200 Gäste pro Tag dürfen einen kleinen Teil der Insel besuchen. Dafür zahlen sie einen geringen Beitrag an den Förderverein, der direkt in Naturschutzarbeit und Umweltbildung fließt. Unterstützt werden Verein und Park dabei von der Deutschen Lighthouse Foundation, der Stiftung für die Ozeane und Meere. Neben der neuen Ausstellung im Besucherzentrum finanziert die Stiftung die Ausstattung der Station mit umweltfreundlichen Technologien. Solarzellen haben mittlerweile den Dieselgenerator ersetzt. Regenwasser wird zu Trink- und Brauchwasser aufbereitet. Und die neue Abwasserklärung ist so effizient, dass keine Nährstoffe mehr ins Meer gelangen. Auch die Fischer profitieren von dem Konzept. Die Langustenbestände des Schutzgebiets sind so reichhaltig, dass eine bestimmte Zahl gefischt werden darf. Obwohl Contoy weit von der Küste entfernt ist, bleiben auch die Strände des Nationalparks nicht von Müll verschont. Die Freunde der Isla Contoy haben deshalb mehrere Initiativen gestartet, um zu demonstrieren, wie Müll vermieden oder getrennt, gesammelt und wiederverwertet werden kann. Auf der malerischen Isla Mujeres, nur 15 Minuten mit der Fähre von Cancun, sammeln sie regelmäßig Pappe, Altpapier und umweltschädliche Batterien von Hotels und Restaurants. Ihr Engagement hat bereits die Kommunalverwaltung und einige Firmen überzeugt, die Mülltrennung besser zu organisieren und selbst in die Hand zu nehmen. Pappe ist auch der Rohstoff für diesen Bastelkurs im neuen Aktionszentrum der Freunde auf der Insel. Die Teilnehmer lernen, wie sie selbst umweltfreundlicher Souvenirs herstellen können oder bilden sich in Umweltfragen weiter. Die Zukunft jedoch, so sagen die Freunde, liegt besonders in der Hand von Kindern und Jugendlichen. Und wenn sie Kindergärten und Schulen besuchen, ist Mitmachen angesagt. Spielerisch und mit Spaß lernen die Kinder den Umgang mit ihrer Umwelt, studieren Korallenriffe oder basteln ganze Fischschwärme. Wir sind sehr froh, weil die Gemeinde mit großem Enthusiasmus mitgemacht hat. Die Maßnahmen waren sehr erfolgreich und viele sind daran beteiligt. Die Behörden, die Schuldirektoren, die Lehrer und Schüler, die Umweltbehörde, die Stadtentwicklungsbehörde, selbst die mexikanische Marine, die hier stationiert ist, und viele lokale Unternehmen. Der Erfolg zeigt, dass Tourismus und die Erhaltung der Meeresumwelt an der Küste Yucatans nicht im Widerspruch stehen müssen. Bis heute hat das Engagement der Freunde der Isla Contoy bereits einiges bewegt. Aus ihrer lokalen Initiative ist ein kreatives Entwicklungskonzept erwachsen, das die gemeinsamen Interessen von Naturschutz und Naturnutzung in den Mittelpunkt stellt. Ein Ansatz, der auch auf andere Regionen übertragbar ist.